Hallo und guten Abend. Mein Name ist Christian Schlegel und Sie sind hier dabei, weil Sie etwas wissen wollen über den Stanpur 500. Es ist Dienstagabend, es ist der 15. Oktober und wir haben 18.09 Uhr, wenn ich diesen Film anfange. Tja, vor euch liegt der Chart, eine Kerze, ein Tag. Es ist schon sehr holprig hier, diese ganze Geschichte. Gaps, da. Ich bin, muss ich sagen, ein bisschen enttäuscht dahingehend, dass zum Beispiel der DAX hat heute ein neues Jahreshoch gemacht. Stanpur nicht, Dow Jones nicht, also die handeln natürlich jetzt noch. Aber ich bin enttäuscht, weil mit der Aussage, dass es da eine Teileinigung gibt in dieser Handelskriegsgeschichte, finde ich das ein bisschen wenig. Aber ich muss das so annehmen. Bumm aus. Da ist kein anderer Grund vorhanden. Ich möchte mit der Technik anfangen. Die ist über den Trendfolger positiv. Hier das MACD ist positiv über die traditionelle, aber auch über die moderne Sichtweise. Die Stochastik gilt als überkauft. Das heißt, der Markt läuft ein bisschen heiß. Das heißt aber erstmal nichts. Das kann nämlich genau wie hier über Wochen gehen. Sie kennen da meine These, das Ding muss wieder unter 80 fallen. Wir sind momentan bei fast 87. Ich finde den Chart, und ich mache es mal ein bisschen größer, wichtiger. Wir haben zum einen hier diesen kleinen Downtrend, der bisher schon dreimal bestätigt wurde von Ende Juli. Das ist das eine. Wir haben aber auch, das mache ich mal hier so rein, einen horizontalen Widerstand im Bereich 3021. Hier und jetzt handelt der Stanpur 500 ganz knapp unter der 3000. Die 3000 ist nur eine Zahl. Die ist mittlerweile schon so oft über- und unterboten worden. Ich glaube noch nicht mal, dass das irgendwie eine Headline wert ist morgen. Vielleicht steht dann da irgendwo, ja, erneut über 3000 geschlossen, aber es ist nur eine Zahl. Diese beiden Punkte hier halte ich für wichtig. Das sind mal hier 3021 und 3017. Die halte ich für wichtig. Da muss man mal schauen, was da passiert. Jetzt ist der Vorlauf natürlich gewaltig von der Technik. Siehe hier unten über die Stochastik. Wir kommen von 2853 und jetzt sind wir fast, oder wir sind an der 3000 und fast an diesen Widerständen. Nichtsdestotrotz, wenn das All-Time-High, und das liegt hier an diesem Tag am 26.07. bei 3028,5. Wenn das mit Schlusskurs überboten wird, ist der Chart frei. Dieses All-Time-High verbindet sich exakt mit dem oberen Band und stellt von daher ein Cluster dar, einen Haufen, einen Widerstand von verschiedenen Gruppen, die an diesem Niveau handeln würden. Also so einfach wird es nicht, auch wenn das nur noch 1% ist. So einfach wird es nicht, darüber zu gehen. Aber wenn er das tut, mit Schlusskurs, sagen wir mal 3045, dann ist es auch egal, ob eine Technik hier unten überkauft ist oder nicht. Das muss man ganz klar sagen. Ich tue mich ein bisschen schwer. Fürs Kaufen ist es zu spät. Zum Short gehen ist es zu früh. Man muss dann auch ein bisschen warten, dem Kind noch ein bisschen reifen lassen. Wenigstens 2 bis 3 Handelstage, sagen wir bis Freitagabend. Ich habe euch trotzdem für diejenigen, die nicht warten können, ein paar Scheine mitgebracht. Und zwar suche ich einen Call, 2919 habe ich hier gefunden, der liegt hier drunter. Ich kann den nicht hier unter die 20-Tage-Linie legen. Das wäre zu kurz, das wäre zu heiß. Das heißt, ich muss den hier unten drunter legen, unter diese Kerze, das ist meine Meinung. Und das ist die Kerze vom 10.10. Ich habe den hier gefunden, 2919,05. Ein Open-End-Schein, der also jeden Tag seine Basis ein wenig ändert. Der ist von Goldman Sachs und hat die Kennnummer Gustav Bertha 3 Zeppelin 4Y. GB3Z4Y. Das ist wirklich nur für den Fall, wenn wir das High hier rausnehmen. Und zwar das hier oben, diese 3030. Vorher fasse ich den noch nicht an. Von dem Putz gehe ich auch mal hier runter. Da wird es ein bisschen einfacher, da eine Basis zu finden. Und zwar ist die hier bei 3029 ein bisschen drüber sogar. Und zwar sowas hier. Das ist ein 3050er. Der hat einen Monsterhebel. Das sind 59. Das ist viel. Ja? Aber 3050 hat einen ordentlichen Abstand, sodass man den also auch relativ bequem stoppen lassen kann. Ich möchte keinen 3100er haben. Das ist ebenfalls von Goldman ein Open-End-Schein. Mit der Kennnummer GA8FY0. GA8FY0. Im Moment ist der mir schon zu weit gelaufen, als dass ich da jetzt noch unbedingt rein muss. Das müsste ich mir dann überlegen, wenn wir also hier drüber sind, über die 3030. Aber ich bin tatsächlich ein bisschen enttäuscht, wie wenig der macht auf diese Nachricht. Ich hätte ihm mehr zugetraut, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.